In Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen, davon 16 Millionen mit Migrationshintergrund. Darunter sind rund 4 Millionen Muslime. Und nach diesen sollen wir uns richten? Fragt Monika Maron provozierend. In ihrem Artikel Im Namen der 5% stellt die Schriftstellerin zur Diskussion, warum nur die muslimische Minderheit so viele Forderungen stellt und stellen darf. Warum gibt es nur eine Islamkonferenz und keine Hindu, griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe oder eine Polen, Vietnamesen, Afrikaner-Konferenz? Einen muslimischen Feiertag, wie Verbände ihn verlangen, ist für Maron absurd. Damit müssten 95% der deutschen Bevölkerung ein Ereignis ehren, mit dem sie weder durch Tradition noch durch ihren Glauben verbunden sind. Verschleierte Lehrerinnen, Gebetsräume in Schulen, Burkinis in Schwimmhallen. Wenn es nach den muslimischen Funktionären ginge, würde das Bild des öffentlichen Lebens in Deutschland so lange umgestaltet, bis es islamischen Ansprüchen genügt, polemisiert die Schriftstellerin. Und dass deutsche Politiker mit muslimischen Vertretern in diesem beschwichtigenden Ton sprechen, als hätten sie gerade einen Deeskalationskurs der Neuköllner Kriminalpolizei absolviert, macht Monika Maron schier fassungslos.